Hallo ihr Lieben, euer Girl hier und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Cao Cao. Oh mein Gott, die Orisa Schutrum und die Namantrum wurden vernichtet. Jetzt ist Schuglinger wirklich zu Sun Quan gerannt und weint, weil Wei schon wieder gesiegt hat. Cao Cao decimated the Remnant Shu Army at Baidi Castle. Schuglinger then fled to the Southland with his remaining men. Rematch at Chibi. Ja, es gibt tatsächlich ein Rematch bei Chibi, Leute. Dieses Spiel wird jetzt absolut crazy. We now have Baidi between us and the Wei troops. Southland troops should be garrisoned at Chibi right now. Let's hurry and join up with them. Oh, brave soldiers who died for the righteous cause of Shu. I will not let your blood spill and wane. I will surely avenge your deaths. Baidi, wake him! We'll let that rascal Koming escape again. It is as if he planned this even before the battle. He just disappeared right afterwards. That's what I think too. Exactly. His chief goal wasn't to defeat us, but rather to delay us. Southland must have coordinated with Southland prior to this battle. Do you mean that Kong Ming is just buying time and allowing the Southland to increase their defenses? Precisely. That must be it. To battle. Can't give them any more time. Ming Di, you said to battle, but battle where? The only place where the Southland will fight us. What's the only place? Chibi. Da, wo die Wutrum am besten sind. Ja. Leider, leider. Da müssen wir jetzt durch. Recovery Beans wird aufgefüllt. Super gut dabei. Potion. Überlegt zu kaufen, aber nee, ich nehme es doch noch nicht. Okay. So, jetzt ist ja der Witz. Wir haben. By the way, hier den Tiger Orb. So. Gibt ein großes Problem. Ich glaube, die Strategie ist nicht wert, denen das zu geben. Ich werde mal nachschauen. Offiziere. Xunyo. Ich glaube, die Taktik ist nicht gut. Voll jetzt aber 14 Mal. Restore all HP of allied units. And cure step. Okay, ist doch gut. Es gibt nur ein Problem. Das Item, was der hält, ist so verdammt gut. Und das muss ich denen jetzt leider wegnehmen. Und das führt dazu, dass der immense Mana-Probleme bekommt. Aber wir kriegen das schon hin. Hoffentlich. Hoffentlich kriegen wir das hin. Ich hoffe es wirklich von ganzem Herzen. Wo ist er denn? Recover MP. Way of Peace ist so verdammt gut. Oh, ich weiß nicht. Ey, Tiger Orb ist zwar auch geil, aber. Gut, dann gebe ich dir jetzt erstmal Way of Peace. Was besser ist als das, was er hat. Leute, dass ich das jetzt dem weggenommen habe, das gefällt mir überhaupt nicht. Deswegen würde ich sagen, brauchen wir diese Portions. Das Problem ist, die stellen nur 30 wieder her. Das ist der letzte Mist, Leute. Nee, fuck it. Ich gebe denen das nicht. Ich finde den White Orb, der heilt zwar verdammt viel. Don't get me wrong. Heilt alles voll, kuriert den gesamten Status. Gibt nur ein Problem. Mana-Problem. Und es kostet 40 Mana. In den meisten Fällen brauchst du eine kleine Heilung. Das ist Bullshit, das passt nicht zu meinem Gameplan. Der Typ hatte schon immer Mana-Probleme und. Ja. Sorry, Leute. Gebt ihn das nicht. Jetzt finde ich ihn nicht mehr wieder. Er bleibt dabei, er hat das. Ja, Leute, ich finde ihn nicht. Kann ich ja nicht eingeben, Xunyu. Da ist er doch. Dieses Item ist nicht gut, fuck it. Also es ist schon okay, aber nicht für diese Klasse. Es ist einfach too much. Mana-Verbrauch ist zu hoch und diese Klasse hat generell Magieprobleme. Also lassen wir's. Back to the woods. Kriegst du da das? Und Xunyo bekommt den Way of Peace. Ich hätte euch die Animation gerne gezeigt.
Ich zeige euch die Animation. Ich werde das nur für diese Schlacht ausrüsten. Ich werde das einfach machen, damit ihr es mal gesehen habt und dann nie wieder benutzen. Was mache ich nicht alles für euch? We're fighting at Chibi again, aren't we? Last time we get Vogue at the upper hand. But we'll get even this time. Didn't we find the orb of white tiger by the castle? I guess it's not the same as the green dragon and red phoenix jewels. Captain Obvious. That's right, this orb is different. In that it is used by geomancer units, so it is white tiger tactic the most powerful recovery tactic of all. Precisely. More specifically, it can recover the health of all allied units and cure all abnormal statuses. Wow, nice. Klingt ja vielleicht voll gut, Mann, aber was ist jetzt so? Mann, ist nicht so gut wie die Touren. I was too young to be in Bella Chibi last time, but I've heard much of it from everyone. This location is an important place in the history of our kingdom. No matter what, as long as we can get to solid land, we'll have a chance to win. I wonder though what kind of strategy the Navy deployed this time. Herr, die Land sind ja nicht so stark. Die Wutruppen, das hatten wir ja schon mal. Kong Ming, let's see how your tactics will work on the water. This battle is different from our previous encounters with Wu, and that the battlefield is mainly on the banks of the river. I'm afraid that the Southland troops and Kong Ming are already stationed along the river. Und was soll das denn hier? Lasst uns sehen, Zhuge Liang, wie stark du auf dem Wasser bist. Zhuge Liang war beim letzten Mal schon dabei, du Held. Seh mal hier, du Vollhung. Ganz ehrlich, für den Fall, ich kaufe halt jetzt auf 5 Potion, sind wir gut dabei. Sind wir richtig gut dabei. Und dann legen wir los. Oh Gott, wenn ich das schon sehe, dass man so viel auf die Zähne mitnehmen kann, weiß ich schon, was mir blüht. Nur das Schlimmste. Mir schwammt Übles. Schau, Jon ist auf jeden Fall am Start. Nibye ist auf jeden Fall am Start. Sind wir hier sowieso Xunyu. Gutier, Xunyu. Xuxu, Dian Wei, nehme ich auch mal wieder mit. 2 Tanks, Zheng Liao. Sowieso am Start. So, jetzt wird's tricky. Komm, Liu Chan nehme ich auch mal wieder mit, die kann Liu jedes Angriff brauchen. Schau, Dun. So, keinen Fußer mehr und Zoppi. Das ist mein Team. Kein Cao Zhang, auch wenn er sich auf die Schlacht gefreut hat. Sorry. You are too bad. Too bad. Es war wirklich nur das Beste vom Besten. Cao Zhang's Army, march towards Chibi. Place of many memories. Chibi, Wu Camp. Master Kong Ming, I have deployed my troops according to your plans at Chibi. But are you sure we can defeat Cao Cao just like that? With General Lu Xun's help, we will prevail. We have prepared for all possibilities and for all turn of events. Please rest assured. But what if we lose? Right, haven't you just lost to Wei a number of times just because of those foolish battles the Kingdom of Shu perished before its time? Keep your bold words to yourself. Die beiden mochten sich Fun Fact noch nie so weiter. Weil der wollte sich ja damals noch ergeben. Wei ergeben und Zhuge Liang war voll dagegen. You must be Lord Zheng Zhao. What would you do in these circumstances? It goes without saying that we should sue for peace with Wei and protect the security of Wu. Seht ihr, macht schon wieder das gleiche, was er damals schon bei GB1 wollte. What do you find so humorous? Lord Zheng Zhao, you are truly just a civil officer. You are blind to the situation at hand. What? How dare you? Let me ask you this. Do you really believe that suing for peace will protect the safety of the Southland? The balance of power has dissolved. Suing for peace equals handing the Kingdom of Wu over to Cao Cao. If you really manage a truce, you could keep your position as an officer. But do you think what will happen to Lord Sun Quan? Clearly, Cao Cao will grant him only death. Therefore, your insistence for peace is just a demonstration of your lack of loyalty.
The lands of Wu are fertile. The Sun family has governed the area for 3 generations. The kingdom is strong. On top of that, there's the Yangtze River, natural barrier, which we can defend easily. Would such a kingdom hand itself over to Cao Cao without a fight? Back then, the kingdom of Shu was a new kingdom of undeveloped land, little technology. And yet, Lord Liu Shan and all of his officers fought for the powerful kingdom of Wei to the very end. Therefore, I conclude that you are no position to comment on how Lord Liu Shan and the Shu army fought. Ja, der Trash talkt ihn erstmal, zerstört ihn und er kann nichts dagegen sagen. Perfekt. Geile Szene. Oh, das war süß. Lord Kong Ming, you have convinced me. My only choice to fight to the end. That's right. Allow me to go and prepare for the battle then. Please. Kong Ming. Elder brother, please take care. You too. This fellow Kong Ming, Liu Shun, should we believe him? How should I put it? My lord, right now Kong Ming is the only one Cao Cao fears the most, and he is the only one who can save Wu. Battle of Chibi 2.0, noch mehr Wasser. We were too careless when we destroyed Chu, or else we wouldn't have to deal with Kong Ming and Sung Quan. What a mistake. We have stationed our troops according to your instructions, Master Kong Ming. What do we think? No one can stop the Southland forces on the water. Cao Cao will experience again the pain he suffered last time. Brother, will things really go as smoothly as you say? Don't worry, elder brother. If all goes as planned, Cao Cao's troops can't do anything but be crushed. Right, what's going over at Lu Xun's? I think it should be time. My forces haven't taken action yet. I suggest we wait until we have more intelligence. Wu forces will have lost their natural advantage if we can't hold the Wei troops away from the shore. It is imperative that the army and the navy strike at the same time. Quan Song, go tell Lu Xun to attack immediately! If you say so, my lord. No, send the signal to Lu Xun. Things will go well if Cao Cao stays put. Since the enemy is Kong Ming on their side, it's dangerous for us to stay put. Speed is of the essence. Charge. We must land as soon as possible. Oh no, Cao Cao came too fast. Hurry, Lord Sun Quan. Notify Lu Su and Zheng Zhao. All right, Zheng Zhao! Lu Su, summon the Wu puppets! Nein! Plötzlich können die das auch. Yes, my lord, I will do it immediately. Wu puppets, come! Und die können auch schwimmen, das wollte ich mir erzählen, was? My lord is deceived by Kong Ming's lies again. However, I cannot disobey my lord under the circumstances. Wooden puppets, go and fight! Plötzlich können wir es auch des verborgenen Mächte. Wooden puppets again. However, we've learned from our previous battle that magic is dispelled as soon as we defeat the spellcaster. How can we do that? Oh Gott. Ich hasse es halt, wenn die Gruppen aufgeteilt werden. Ich hasse es übelst heftig. Deswegen machen wir es nicht. Edge. Let's try to land first. Naval battle are unfavorable for us. Weil dann kommen wieder irgendwelche random Einheiten zusammen. Wir sind nur zu stark, wenn wir zusammen angreifen. Wirklich. We charge into the bay and defeat the spellcasters. Genau, das ist sinnvoller. In my opinion. Aber da ist doch was Power, da kommt. Ja, Lu Xun, wo ist der? Kommt auch noch. Oh nein, Leute! Das wird wieder ein Desaster, ja. Da ist er schon.
Lucian, you made it! Hurry and attack Zorzo! Rest assured, my lord, men, clear your minds of everything but the battle at hand. Fight with all of your strength, and we will succeed. If we lose this battle, everything will be over. We must fight to the bitter end. Yeah, that's right. I wonder if Advisor Lucian knows what it means to fight to the bitter end. Seems that they arrived too late anyway. Fear we wouldn't be able to stop Cao Cao from landing. Oh Gott, oh Gott. Die sind ein bisschen late, das stimmt, aber die haben wir jetzt im Rücken und wir müssen ganz schnell vom Wasser verschwinden, weil die uns überlegen sind. It's no fun to watch our lord being bossed around by that knave Kong Ming. What was Lord Zukuan thinking to ally with someone who doesn't even know his own kingdom? I don't know either. I think we should prove to our lord that it will be enough to have us to fight the battle here. We don't need Kong Ming. Bansang Dingfeng, aren't you supposed to guard the camps? I'll go in your stead. Thanks! Don't let Kong Ming steal the show. Thanks. Oh Gott, 30 Turns. Das ist nicht fair. Begin! Oh Gott, Leute, das wird eine Schlacht. Und die epische Musik spielt mal wieder. I love it. Jetzt ignorieren wir die Kämpfer am Land. Wir preschen erstmal hier vor und hoffen, dass nicht hier ein Hinterhalt wartet. Okay, die Tanks zuerst. Platsch, platsch. Platsch, platsch. Die Tanks zuerst. Zorzo ist für mich auch ein Tank, ganz ehrlich. Dominanz! Und das Schöne ist, hier ist, glaube ich, der Sandstorm relativ gut. We do it anyways. Der Sandstorm ist in der Tat voll gut. Yay! Oh, Level 50 Pirates! Oh. Ja, Leute, das Spiel ist ein bisschen assi geworden. Blöd ist, jetzt kann ich nicht mehr overleveln, wenn die Gegner overlevelt sind. Cool, oder? Ein Spaß für die ganze Familie. Sind die Puppets nur Level 40? Nee, 48. Also die Notable Officers sind auch Level 50 und die Standardgegner sind Level 48. Naja. Stimmt, keep that in mind. Xuxu ist richtig schlecht an... nicht an Land, sondern im Wasser. So, aufpassen. Shaodun ist ja jetzt auch Level 50, der einzige, der nicht Level 50 ist, schau ich an. Und, naja, der Typ wird hoffentlich nur Erfahrungspunkte bekommen. Oh, so cute, du bist so langsam. Power! Und ich darf euch nicht vergessen, das zu zeigen, hier mit diesem Tiger-Gedöns. Ihr wisst es. Tiger-Gedöns, wisst ihr Bescheid? Nee, ihr wisst es doch eh. Ein Tigerohr, weil ich mich nicht mehr benutzen. Der verbraucht zu viel Mana und jetzt haben wir voll die Mana-Probleme, wenn ich tatsächlich das nicht richtig handle. Oh Gott, das war nicht gut. Die meisten haben den Buff gar nicht bekommen. Oh, Dion Wade, der kann sich im Wasser so gut bewegen. Der fühlt sich ja richtig wohl. Der hat auch bei der letzten Chibi-Schlacht richtig gut gekämpft. Der war schon fast der MVP. Oh Gott, die sprinten über das Meer. In deinem Sumpf zu kämpfen ist jetzt auch nicht das Beste, aber wir haben keine andere Wahl. Wir haben keine andere Wahl, da kommen nur Piraten. Oh Gott, Leute, das wird lustig. Ein Spaß für die ganze Familie, das wird echt. Puh. Und vergesst nicht diese Holzfiguren, die komischerweise wahrscheinlich auch schwimmen können. Naja, Holz kann schon schwimmen, sonst gäbe es keine Wikinger-Schiffe, die auch aus Pinienholz gemacht wurden hauptsächlich, aber eh. Fühlt sich trotzdem ein bisschen komisch an. Not gonna lie. Dominanz! Nochmal aktivieren den Quatsch. So, und jetzt gehen wir hauptsächlich nur mit den Tanks nach vorne. Hier, der hält hier auf. Jetzt haben wir hier zwei Tanks. Hier ist einer. Und jetzt müssen wir uns schon mal richtig positionieren. Bin ich hier safe? Nein, bin ich nicht. Also stellen wir Liu erstmal nur hier. Oh Gott, Leute, das wird echt witzig. Holy shit. Bogenschützen, an die Front mit euch.
Das schaue ich runter. Stirbt schnell, machen wir lieber auf die Seite. Zheng Yao, der kann hier noch ein bisschen die Front verstärken. Xun Yu kommt einfach nicht vorwärts. Er packt es nicht. Er kommt einfach nicht vorwärts. So, sind wir hier mal wieder so ein Sandstorm. Yay, wir haben die Holzfiguren geschwächt. Voll wichtig. Kommen so sofort wieder. Ich glaube, ich komme direkt die Runde nach wieder. Von wegen vier Runden warten, was ihr erst sagt, die kommen instant wieder. Jede Runde werden die wieder neu aufgefüllt. Stand aber bei den Sorcerer selbst. Ihr seht ja, wo die wegkommen und wer die beschwört, der ist auch dafür verantwortlich. Die haben schon Counterplay, sind jetzt nicht unfassbar bastet, wie ich erst gesagt habe, aber schon unfair, weil das halt unendliche Ressourcen sind für den Gegner. Komm halt in die Marina. Xuxu hat es fast geschafft, er ist fast an Land. Shaodun ist an Land, der hängt jetzt aber im Wald fest. Oh Gott, wir kommen einfach nicht vorwärts. Fühlt sich richtig schlecht an. Der hat keinen Defense-Buff, der braucht aber den Defense-Buff. Gut. Hat er mir jetzt die gesamte Full Navy allein tanken? Das glaubt er nicht, der tankt die gesamte Armee. Krank, oder? Aber wir es schaffen. Shao Yun kriegt erhöhte Angriffswerte, weil kann man gut brauchen. Tian Wei geht erstmal hier hin, das war so voll mit hier. Cool. Jetzt bin ich gespannt, was die machen. Oh Gott, Luxun ist gleich schon da, das ging schnell. Der greift schön Zauzer mit euren Fernkampf ein, ne? Bringt sehr viel, nämlich nichts. I love it. Wer ist das schon wieder? Hallo! Das klingt schon, oh mein Gott. Direkt der Stärkste an der Front. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, you will win. You have no chance. Just no chance. Der hält jetzt die gesamte Ruhe mir alleine auf. Oh shit, stimmt, die haben ja Wasserzauber. Oh no! Hab's vergessen. Okay, das ist blöd, weil es geht ja durch die Verteidigung. Oh. Schön geklappt und. Ich habe ihn vermisst im One-Punch-Man. Hab ich viel zu lange nicht benutzt. Den Way ist eigentlich so gut, er blockt gefühlt alles. Und naja, sind wir ehrlich, der Typ ist einfach grandios. Oh nein. Lass mich rein, die können wirklich schwimmen, oder? Sorry, Girls, wir kämpfen hier sowieso an Land und die sind gleich schon im Kampf. Toll. Ich kann teilen. So, Shao Yun positioniert sich hier und hofft auf ein Critical Hit. Nein, nicht bekommen. Aber Level Up, Level 49, Shao Yun. Richtig gut. Und jetzt gibt's den ultimativen Treffer. Oder auch nicht. Die Hälfte geblockt, weil Ling Tong ist wenigstens Geschichte. How dare they force me into this situation? Retreat! Zauzer kümmert sich natürlich um die Bogenschütze. Oh nein, das wird zu Sheng. Double it! Nein! Oh Gott, naja. Okay. Okay. Sehr, sehr ärgerlich, aber kann ich nichts machen. Ich kann es nicht ändern. Ja, ein Damage auf Lidin. Grandios. Und. Yes! Xu Sheng ist schon mal tot. Must I retreat before I turn the tides? Die Schlacht ist nicht lesen, Leute, aber der heilt sich wirklich supi. Der heilt sich wirklich supi. Da, zack. Zack. Xu Sheng ist einfach der geilste von den geilsten. Oh nee, der hat noch nicht den Defense-Buff. Kann ich den nur mit Water angreifen? Ja. Dann machen wir das. Und Sabayi macht natürlich wieder seine Altpferd-Taktik. Sandstorm! Guck, wie geschwächt die Piraten schon sind. Ist nur wie auf dem chinesischen Befehl. Eins der Reihe nach abarbeiten. Nicht wirklich schlimm. Und diese Holzsoldaten, die haben nur 300 Leben. Sprich, die haben jetzt fast nur 100.
Und Jangliar wieder zwei gleichzeitig trifft, kann er vielleicht die ganz schnell abspeisen. Who knows? Und Xuxu ist endlich wieder an Land, da wo er sich am wohlsten fühlt. Und da wo er natürlich auch am besten ist. Und nochmal. Komm schon hier rein, nochmal. Yes. Supi. Supi, 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 Supi. Einfach nur Supi. Entrench! Oh. Der Verteidigung erhöhen, das habe ich mir so anders vorgestellt. Gut, hier, der kommt hier überhaupt nicht weg, aber der recovert natürlich jetzt schon, ja. Der für meinen Geschmack zu viel Schaden genommen hat. Aber okay. Hier hat immer noch der Angriffsbuff. Yep. Hier ist. Und mit dir schon erhöhen wir die Power von. Schau mal, why not? Der geht gleich auch in die Offensive. Ja, versucht es nur, dir mehr aufzuhalten. Viel Spaß. Das ist übrigens Panzhang. The only one. The legend. Ist gut, dass die Bogenschützen auch vorher jetzt ziemlich viel Auswahl haben. Immer noch auf Zauber gehen. Solche Vollidioten. Wir haben, by the way, 99 Recovery Beans. Komplett insane. Somit ist Greenback wirklich pay to win. Wenn man den Zauber schon besiegen kann. Die machen halt schon genug Schaden, dass die ihn töten können. Aber Liuye ist ready. Nein, jetzt greift die echt Jangliao an. Jangliao, bitte heute durch. Oh nein, ich glaube, Jangliao stirbt jetzt schon. Wenn Wei Jangliao hat, hat Wu Ganning. Ja. Gib mir Ganning. Jangliao und eine Defense-Waffe ist einfach eine Witzfigur. Aber ich glaube, ich kann ihn heilen. Und der braucht jetzt wirklich diesen Verteidigungsbuff. Und den ist vorbei. Oh Gott, wie viele Piraten! Ich würde mir sicher, dass du das tanken kannst. Das sind noch ein bisschen sehr viel. Und die Holzfiguren sind auch da. Jetzt haben wir am Land gerade aufgeräumt, das sind die Holzfiguren. Schon da. Voll blöd. Take this! Yes! Liuye ist einfach ein Hero. Ohne Liuye wären wir nichts. So möchte ich natürlich jetzt auch nicht zum Holzfiguren schicken. Zügst du können ein bisschen versuchen, Panzer zu schwächen. Schau ich mal an. Snipe! Quick Roll! Zauber kümmert sich um die Figurische. Und Jangliao, ja, weiß auch nicht, was mit Jangliao ist. Jangliao stirbt. He will die. He will die. Voll die geschwächten Piraten. Kameraführung, ich will sehen, wer ihr Leben verliert. Oh Gott, die da unten, ey. Guck, die eine Holzfigur hat nur 100 Leben. Sense haben wir schon ganz gut. Auf solchen Gebieten ja, in so Burgschlachten überhaupt nicht. Sollten wir den besiegen? Ich glaube schon. Und den Rest macht Shoutun, I guess. Weapon Level Up! Der Bogen von Lulin Chi. Goodbye! Panzerung ist auch schon ziemlich geschwächt. I love it. Und du machst jetzt Deluge. Nicht Deluge, wir sind die Code Gears. Deluge. Aber den Witz habe ich schon mal gemacht. Ist ja auch egal. So, du heilst Jangliao. Wieder voll fresh. Und jetzt bekommt Jangliao noch den Defense Buff. Super wichtig, weil der Typ irgendwie gar nichts aushält. Leider, leider. Leider, leider. Cool, Jangliao, denkst du? Dann werde ich ja nicht mehr gebraucht. Goodbye, Jangliao. I always loved you. Und Panzer können wir jetzt wahrscheinlich auch vernichten. Oh, die ist so geil. Was war's mit Panzer?
Oh no, I have to retreat. Spare me. Your turn. Er hört die Angst vor von Zheng Liao, der ohnehin schon richtig stark zuschlägt. Er ist jetzt ein Monstrum. Jetzt ist er ein Monstrum. Ehrlich, Lidin will ich auch noch hier oben. Wenn die nicht mehr im Petto im Verstärkungstrommel ist, diese Schlacht eigentlich ziemlich geschenkt. Not gonna lie. Ich setze immer die Piraten loswerden und dann irgendwie durchbrechen oder haben wir es ja schon geschafft? Gar nicht mehr so schwer. One Punch Man! Tian Wei ist der coolste überhaupt. Hat die Dien können Defense Waffe? Nee, ich glaube, es geht generell durch die Rüstung. Das war Tian Qin. Oh mein Gott, das ist nicht nur Luxun, der Notable Officer ist. Das ist auch Tian Qin. Ehemaliger Pirat. Wie viele wo drum? Dort drei gammelt ja auch noch hier irgendwo rum. Da brauchen wir definitiv wieder den Loot oder Tsunami. Am besten Tsunami. Tsunami. Oh Gott, die Puppen. Holzfigürchen. Kommt her. Früher dachte ich immer, es wären Strohpuppen. Aber es sind Holzfigürchen. Der taucht ein. How is this even possible? Suffer the wrath of heaven. Goodbye. Die Holzfigur sehen wir nie genau. Zauzau ist tatsächlich ein bisschen angeschwächt. Und voll aufgreifen die auch zweimal an. Jetzt wisst ihr, warum ich die so overpowered finde. Und er ist vergiftet. Ja, Holzfiguren. Aber hey, die können tatsächlich schwimmen. Das ist so unrealistisch. Wobei, das nur ein Sumpf. Oh Gott, die Buffs lassen auch. Nicht gut. Gar nicht gut. Ich hole einen Zwischenspeicher. Und dann probieren wir hier einen Tsunami. Nein, es geht nicht. Aber der Lutsch geht. Platsch! Richtig gut. Und Liu Ye wird jetzt ja auch. Typische Liu Ye Sache, Mann. Und zwar. Die allererste. Yes. Luxun hat auch richtig viel kassiert. I love it. Und, guess what? Jiangxin ist Geschichte. Danger, danger, let's go before we all die. Goodbye. Zhou Tai ist noch da, anderthalb Jahre, Luxun und noch mehr Piraten. Kriegen wir hin. Die Sorgen drehen sich hier unten. Nehme ich diese blöden Holzfigürchen. I hate them so much. I just hate them. Zheng Liao rastet aus. Puppet. Down. Goodbye. So eine Holzfigur Schrott. Problem ist, die werden immer wieder kommen. Die haben Wei, den geht's auch noch gut. Der hat bisher alles geblockt, der kranke Typ. Ist einfach godlike. Können wir sagen, was er wollte? Der Typ ist einfach godlike. Sandstorm! Gut, dass er wieder nur so überbleibst, da sollten Jürgen und Lidin kein Problem mit haben. Nur Zauzer, der hat ernsthafte Probleme gerade. Gucken, ob wir den irgendwie heilen können. Wäre auf jeden Fall cool. Nein! Das war leider Zopier und nicht Shouyuan. Shouyuan muss immer noch ein Level machen. Ich glaube, der Buff ist nicht mehr aktiv. Doch, ist aber ich erfrische den direkt. Was für wichtig ist. Kannst du Zauzer heilen? Yes! Suki! Damit sollte er auf jeden Fall alles überleben. Die sind nur leicht angeschlagen. Absolut kein Problem. Darf ich später nicht vergessen, den Tiger zu zeigen? Oh, by the way, das ist jetzt stark, dass allen eigentlich gut geht. Machen wir Return. Und schieß nochmal in den Katapult. Das ist super strong. We just do it anyway. Ich bleib mal hier, da ist es safer. Cool. Ein Pirat weniger.
So, schau du denn schon mal nach rein? Nicht wirklich. Der bleibt hier. Dort hat nur eine Energie und wird es komplett. Aber ehrlich, komplett. Geheilt. Nein, sie war hier. Luxon haut ab und heilt selbst, okay? Dann mach halt. Ach stimmt, der hat den Defense-Waffen nicht mehr, aber es war natürlich auch Jotai, der generell ein bisschen stärker ist. Cool, und das ist auch schön. Der muss jetzt die Ressourcen so ein bisschen verschwenden wegen Sandstorm. I love it. Zack. Die Piraten sind auch gleich Geschichte. Pinguin, die tanken da schon. Der Rest macht Liyue. Liyue oder Xunyu mit der Luge. Oh nein. Here we go again, Holzfigürchen. Goodbye. Wenn jetzt mal so gleich wieder respawnen. Dauert nicht lange, dann sind die wieder da. Schön ist, sie können nicht schräg angreifen. Wenn man nicht schießen möchte, kann man die einfach immer schräg angreifen. So. Take this. Oh, das war bad. Das war grottenschlecht. Deluge. Hoffentlich ist Deluge besser. Ja, in der Tat. Können wir bitte total besiegen, das ist ja gefährlicher als die anderen Piraten. Yes, we can. But you were denied for all of us. No, I lost. Let's go home. Take this. Komm schon, Jun. Fehlen mir viel für den Level Up. Jung, ja, mach das, was du am besten kannst. Nämlich zwei gleichzeitig angreifen. Okay, der andere Spinner hat es geblockt. Leider, leider. Aber. Zweiter Angie. Wusch. Komm dir mal. Na. Er soll Xuxu angreifen. Gut, ja, kann den. Nee, kann er nicht. Okay. Mach's halt Poison. Minus 91. Not bad at all. Cool, und das ist Geschichte. Da rennen wir nicht mit dir mal hier hin. Nee, das können wir jetzt aber nicht mehr. So, wir hier können looten und dann tatsächlich nur aggressiv. Da war es dann mit seinem Sandstorm. Reicht sogar, um diese eine Holzfigur zu zerstören. I love it. Ich weiß gar nicht, ob ich die andere Holzfigur zerstören möchte. Falls ihr sowieso dann wieder respawnt. Ich glaube, die lassen wir da stehen. Dominanz! War nicht mehr aktiv. Jetzt ist es wieder aktiv. Supi. Take this and die. Seid ihr Frau, was machen wir? Angriff von Zopier verstecken, wenn nicht verkehrt, weil er gefühlt nur Damage macht. Ist immer noch so mega schwach. Stimmt, TOA hat ja auch noch so einen Zug. Schon fast vergessen. Nee, Power! Power! Und hier mal in Trench. Was wieder komplett für die Katze war. Und nun gut, hier zu waffen, das war es mir nicht wert. Komm, Luxon, zeig mir deine Power. Nein, so meinte ich das nicht. Oh nee. Gut, dass wir so Kurierungsgedöns haben. Und alle Holzfiguren sind Geschichte. Und sie kommen noch nicht neu. Doch, kommen sie. Solange keine Verstärkungstruppen kommen, will ich mich nie beklagen. Trotzdem sind die Holzfiguren super nervig. Super, super nervig. Hier, Zheng Zhao, nimm das. Mr. Nobly, double hit. Goodbye. Alle Holzfiguren, rip. We have no choice, retreat. Zumindest die vier. Die anderen werden ja von Luzu kontrolliert. Ja. Jin Wei kümmert sich um die anderen Fighter. Kriegt er schon hin. Poison. Und er ist vergiftet. Supi. So, was machen wir jetzt mit Luxun hier rein, Saftsack? Erstmal einen guten Katapultangriff und dann was mit Xunyu, I guess. Sophie,
Ouch, you're not bad at all. Toto, I'm very impressed by your resilience. Resilience, ich hab keine Ahnung. Ich hab auch gerade mein Handy nicht parat. Na doch, hab ich. Ich guck jetzt nach, was es bedeutet. Ich muss ja hier für die Bildung sorgen. Wo ist der blöde Google-Übersetzer? Ich finde ihn nicht mehr. Habe ich den gelöscht? Mein Übersetzer ist weg, da ist er. Resilience. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Resilience. Elastizität. Wow. Unverwüstlichkeit, ja, das passt wohl besser. Unverwüstlichkeit, Ausdauer, so kannst du quasi übersetzen, okay. But I will come back for you too. Farewell. Du wirst jetzt wohl nur noch aussprechen können, wäre es noch cooler. Das Blöde ist der beste Tank, Eugene. Er hängt einfach fest. Kann ich den tatsächlich jetzt kurieren? Nein, kann ich nicht. Doch, kann ich, indem ich euch den Tiger zeige. Tiger! Da ist er, der weiße Tiger. Merkt euch das, denn ihr werdet es nie wieder sehen. Alle vollständig geheilt, alle Zustände kuriert. Here we go. Ist natürlich mega broken, aber guck mal, jetzt hat er fast keinen Mana mehr und ist useless. Ich habe keine Wege, das wiederherzustellen und... Das ist bad. Von daher werde ich das wieder wegnehmen, wenn diese Schlacht geschlagen ist. Was einfach der größte Mist ist. Haha, die Holzfiguren sind schon wieder geschwächt. Ich weiß nicht, ob Jengel ja noch den Angriffsbuff hat, aber wenn nicht, jetzt ist er wieder da. Nee, er hat ihn nicht. Cool. Ach, wunderschön. An Land kämpft sich doch ein bisschen besser. Ich merke, im Wasser können wir uns kaum fortbewegen. Bewegen uns wegen irgendwelche Steine. Jetzt sieht das besser aus. The enemy is approaching. This is no good. Coming is your fault. The enemy manages to get the upper hand. You shouldn't have let them land. If only General Lu Xun's reinforcements had arrived earlier. Tja, sie haben auch versagt. Strike the enemy units that have landed! Mobilisiert oder was? Jetzt greifen alle an. Ist okay. Umso schneller sind wir hier mit durch. Die Schlacht ist geschenkt! Leute, wie leicht diese Schlacht ist. Vielleicht sollen wir dieser vorletzten Schlacht gegen Yu schauen. Selbst die letzte Schlacht war bedeutsam schwerer als die. Die Chibi-Schlacht ist echt ein schlechter Witz. Aber es ist sehr erfrischend, dass wir wieder leicht schlachten. Keine Katapulte, keine Bogenschützen. Okay, hier sind viele Bogenschützen. Oh, und die Rüstung wurde tatsächlich nochmal aufgelevelt. I love it. Die Bogenschütze und Katapulte sind die größten Probleme im Spiel. Let me show you the Dance of Death. Und das war wieder nicht der Dance of Death. Den werden wir nie wiedersehen. Sag nicht, die Holzfigur hält sich auch auf so ein Zelt. Das wäre so unrealistisch. Naja, The Legend of Zelda ist jetzt auch nicht das realistische Spiel. Ich soll sowas nicht hinterfragen. Take this! Yes! Das war gut. Schautun räumt auf. Und Zorza versucht sie ein bisschen nach unten zu ziehen. Wir müssen Luzu töten. Weil sonst kommen diese komischen Puppets hier die ganze Zeit nach. Diese hässlichen Holzfiguren. Ich kann sie nicht mehr sehen. Sie nerven. Nein! Nein! Why? Okay, Tiroi. Hat doch nie enttäuscht. Hat noch getroffen. Fällt mir nicht mehr schwer. Goodbye. Goodbye. Dass jetzt so schlau ist, anzugreifen, wenn du sie jetzt wirklich heilt, dann. Ja. War das für die Katz? Ich war trotzdem wieder ein Sandstorm. Auch wenn es mittlerweile schon mal eine Verschwendung ist, weil ja kaum noch
Truppen wirklich am Leben sind. Trotzdem mach es. Ich hab schon wieder fast überlegt, den Tiger zu machen, weil. Ganz ehrlich. Bis der Typ mal wieder was macht. Bis der mal wieder im Kampf ist. Sind Jahrhunderte vergangen. Sok Sun Yu. Die hängen da einfach fest. Voll blöd. Dian Wei, tu mir einen Gefallen und sterb bitte nicht. Danke. Doch, die Holzfiguren können sich heilen. Was ein Quatsch. Die heilen sich im Zelt, als wenn die irgendwelche Nahrung zu sich nehmen und wieder sich regenerieren. What the fuck? Oh, Dian Wei gegen Ding Feng. Greatest battle in history. Oh, ich glaube, Zheng Yao ist tot. Hab ich nie aufgepasst. Die können ihn ja jetzt alle treffen. Oh no. Ich glaube, er hat keinen Defensiv-Buff. Everything depends on this blow! 61 Damage auf den Tank, wie die Dien das auf ihr Schaden. Das war eklig. Gucke, wenn die Holzfigur jetzt zweimal trifft, ist er tot. Aber ganz ehrlich, wir gewinnen sowieso no matter what. Das ist alles, was wir auch übrig haben. Nee, die machen gar nicht so viel Schaden, wie ich dachte. Aber die blocken geführt jetzt alles. Gut, Jenny, du bist angeschlagen, du bist schwach. Oder geschwächt jetzt. Du darfst dich um Lusu kümmern, du hast die Ehre. Ja, 2 Damage. Und schau, du machst den Finish weg. Muss ich auch schauen, Jan. Für die Erfahrungspunkte. Yes. Level 50. Damit sind alle wichtigen Offiziere Level 50. Help, retreat, let's go. Wie, die hauen jetzt alle ab? Ach so, nee. Nur die Holzfiguren. Das ist gut. Check das! Oh nein. Dian Wei, bring es zu Ende. Die Leibwächter des Hauses, die haben einen Zug, die waren ein bisschen zu viel. There's nothing to be distressed about losing to such an unnecessary battle retreat. Die Moral der Wutrum ist auch G0 in dieser Schlacht, habe ich so ein Gefühl. Check das, ich muss die Bogenschütze rausnehmen. Schnell wie wir nur können. Die Nerven. Die Nerven. Wie wär's eigentlich mit Shaodun? Oh nein. Schlecht wär's mit ihm. Super, super schlecht. Aber der macht das immer je. Der macht dann einfach hier seine Explosion und dann sind die Geschichte. Explosion! Nein, nur ein Archer. Ich glaube, jetzt kassieren wir richtig. Jetzt kassieren wir richtig. Es sei denn, Zopp hier trifft diesen Schuss. Er trifft. Cool. Aber die Bogenschütze haben ja jetzt freie Auswahl, welchen Strategen sie zerstören. Leider nur ein Treffer. Aber vielleicht können wir den mit Entes besiegen. Entes! Yes! Und hier gibt es noch Recovery Wars. Ich brauch gar keine Heilung. Dann mache ich den Black Orb für Gujia. Leider nicht. Ich wollte gerade sagen, wer kann sich denn noch bewegen? Ja, Sun Yu, der einfach nicht aus dem blöden Wasser rauskommt. Voll blöd. Nein! Ich hätte den Tiger machen müssen. Ich hab Cheng. Okay, das war armselig. Ich kann mich dafür halten. Ich hätte den Tiger noch machen können, nochmal. Jetzt habe ich den Yao geopfert. Oh mein Gott, er ist tot. Und jetzt verliere ich nur 1000 Recovery Beans. Auch komplett wasted. Gut, wir haben eh genug Geld. Trotzdem. Los, Shaoyun. Schnapp ihn hier. Critical Hit. Goodbye. Oh mein Gott, er macht so viel Schaden. Eigentlich mein Bogenschütze, der Schaden macht. Der einzige Grund, warum ich Shaoyun wieder leveln wollte, war. Der Damage auch von Zapier, der einfach nicht vorhanden ist. Zapier ist so schwach. Holy shit, ist der schwach. Ich würde den kommen von oben. Flup. Und was soll ich mit euch zwei hier unten?
bekommst Juden, bekommst Recovery Rise. Die Roy erhöht wieder seine Power. Power! Und nach 100 Jahren hat Sunyu es endlich mal geschafft, hier in Land zu kommen. Hat ja nur 100 Jahre gedauert. Supi. Wusch, wusch. Komm, schau, du kannst sie finishen. Yes, you can. Oh Gott, warum greifst du den und nicht den? Das bin ich so geplant. Aber okay. Dominanz! War nicht mehr aktiv. Just saying. Komm, Girl. Schieß ihn weg. Komm, gut hier. Boy. Schieß ihn weg. Ich sollte es nicht mehr benutzen, weil es einfach nicht gut ist. Es hat so einen High Roll. Wenn es klappt, ist es cool. Wenn nicht, dann ist es bad. Und meistens klappt es nicht. Meistens ist es super bad. Komm, Juliet, darfst du mal. Ich bin heute großzügig. Yes! Der Infanterietyp. Letzter Ende ist doch noch gestorben. We won't accomplish anything by continue to fight. Let's go back. Och, ziehst du dich zurück? Did I lose? Oh well, retreat! Was für Feiglinge? Seriously, was ist das für ein armseliger Scheiß? Excellent. We've sent them packing. Victory is ours. Das war mega easy. Nur Jeng Liao ist gestorben und nur wegen meiner Doofheit. Und hier bekommen wir eine Black Orb. Tortoise Orb. Genau den brauchen wir. Gut, darauf hat euch die Chibi-Schlacht Nummer 2 gefallen. Ich fand die erste Chibi-Schlacht viel, viel schwerer. Not gonna lie. Da ist viel mehr passiert. Aber ja. Okay. Da hatten ja auch noch viel mehr Offiziere, die Teil Schissierung kann Ding. Daumen, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Cecile. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!